Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Social Media Scam, der neue Weg des Betrugs. LinkedIn, Facebook oder Telegram. Es war noch nie einfacher, sich zu verknüpfen und soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Diese Tatsache wird leider immer häufiger von Betrügern ausgenutzt, um mit potenziellen Opfern in Kontakt zu kommen. Welche Social-Media-Betrugsmaschen es gibt und wie du sie erkennen kannst, erfährst du jetzt. Gefälschte Profile. Sie sind die Grundlage aller Betrügereien auf Social-Media-Plattformen. Häufig werden potenzielle Opfer von Fremden kontaktiert, die sich als legitime Nutzer oder erfahrene Broker ausgeben. Du bekommst eine Kontaktanfrage von einem angeblichen Finanzexperten, der dich in kürzester Zeit zum Millionär machen möchte. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Ist es auch. Auch auf Facebook erstellen Betrüger gerne Seiten oder Gruppen, auf denen sie sich als seriöses Unternehmen ausgeben. Logo und Design sind identisch zu seriösen Seiten und auf den ersten Blick nicht als Scam zu erkennen. Sind ein paar Mitglieder gefunden, wird mit tollen Angeboten, Geschenken oder Gewinnen geworben. Springst du darauf an, wirst du dich auf einer anderen Seite registrieren und verifizieren müssen. Häufig wirst du auch direkt aufgefordert, Geld zu übermitteln oder anteilig mit Kryptowährungen zu handeln. Gefälschte Profile erkennen. Gefälschte Profile erkennst du meist schnell auf den zweiten Blick. Wie viele Follower gibt es? Hat das Unternehmen vielleicht noch eine zweite Facebook-Page mit deutlich mehr Mitgliedern? Wenn ja, handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine betrügerische Seite. Außerdem sichern sich seriöse Unternehmen auf Facebook und Instagram mit einem blauen Haken ab. Dieser wird von Facebook und Instagram an seriöse Menschen und Unternehmen vergeben und bedeutet meist, dass das Unternehmen auch wirklich echt und geprüft ist. Jedoch lohnt sich, hier auch ein zweites Mal hinzusehen. Phishing. Phishing ist eine beliebte betrügerische Methode, um an persönliche Daten oder Zugangsdaten zu gelangen. Beim Phishing werden E-Mails versendet, in welchen häufig auf angebliche Sicherheitsprobleme deines Bankkontos oder deiner Wallet hingewiesen wird. Der Absender wirkt zunächst seriös, verwendet den Namen eines lizenzierten Finanzdienstleisters oder sogar der BaFin. In der E-Mail behaupten die Betrüger dann, dass sich beispielsweise jemand unberechtigten Zugriff auf dein Konto verschafft hat. Es ist meist ein Link beigefügt, über den du eine angebliche Sicherheitsprüfung vornehmen kannst. Dieser Link führt dich jedoch nicht zu mehr Sicherheit, sondern auf eine Fake-Webseite. Dort wirst du aufgefordert, sensible Daten, wie beispielsweise deine Kontoanmeldedaten einzutragen, und schon haben sie vollen Zugriff auf dein Konto. Phishing erkennen. Auch hier gilt: Sieh genau hin. Überprüfe die Absenderadresse, mit der die auf der Unternehmenshomepage steht, und überprüfe die URL, denn diese muss für den Betrug leicht abgeändert werden. Zudem würden seriöse Broker und Firmen dich niemals nach sensiblen Daten via Social Media oder E-Mail fragen und kontaktieren. Wie kannst du dich schützen? Seriosität prüfen. Um sicherzugehen, ob dein Social-Media-Kontakt legitim ist, gibt es ein paar Fragen, die du dir stellen kannst. Hat die Homepage ein Impressum? Gibt es einen Ansprechpartner, den du kontaktieren könntest? Stimmt die Adresse des Unternehmens? Sollten diese Informationen fehlen, deutet das häufig auf Betrug hin. Außerdem hilft auch Googlen. Findest du eventuell Erfahrungsberichte oder kritische Blogbeiträge?
sind die Beiträge ja überschwänglich gut, kann auch das ein Anzeichen für Betrug sein. Nicht zu selten kommentieren Scammer ihre eigenen Einträge selbst. Lizenzierung. Ein weiterer Indikator, der auf Scam schließen lässt, ist die Lizenzierung bei der BaFin. Sie beaufsichtigt Unternehmen, um sicherzugehen, dass deren Handeln nach gesetzlichen Vorgaben geschieht. Auf der Seite der BaFin gibt es ein Verzeichnis, in dem alle lizenzierten Unternehmen gelistet sind. Überprüfe darüber, ob du dein Geld sicher investieren kannst. Doch über Social Media wird man nicht nur von Finanzdienstleistern kontaktiert. Es gibt auch viele, viele weitere Methoden, wo man euch das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Grundsätzlich sollte man bei Social Media mit der Werbung immer aufpassen. Auf YouTube hält sich's halbwegs in Grenzen, doch auch hier gibt es leider in den Werbespots hin und wieder Scam und Betrug. Auf Facebook und Instagram ist es besonders schlimm. Zwischen den lustigen Beiträgen findet man jede Menge Werbung, die euch ja, das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Oftmals bekommt man hier aber gar kein Produkt zugeschickt oder ein völlig falsches Produkt oder viel kleiner als auf der Beschreibung. Oftmals als gutes Beispiel, es werden zum Beispiel zur Weihnachtszeit Weihnachtsbäume verkauft mit integrierten Kugeln und Lichtern und die sehen auf den Bildern oftmals riesengroß und richtig schön aus und man freut sich schon, dass man das bestellen kann und sobald ihr diesen Weihnachtsbaum nach Hause bekommt, habt ihr da irgendein 15 cm kleines Ding, was total verkrüppelt aussieht und man die Drähte überall rausgucken sieht. Teilweise sind die Produkte sogar höchst gefährlich, wenn man sie dort bestellt. Denn CE geprüft und die ganzen Prüfstandards, die hier in Deutschland angehalten werden müssen, die gibt es dort meistens nicht. Auch bei Cremes muss man hier extrem gut aufpassen. Denn die Inhaltsstoffe sind auch hier oftmals nicht von deutschen Behörden überprüft worden, ob diese auch wirklich sicher und legitim sind. Auch per private Nachricht wird man bei Facebook, Instagram oder TikTok sehr, sehr häufig kontaktiert. Ebenso auch bei Telegram. Hier wird man sehr, sehr oft von den bekanntlichen Finanzbetrügern kontaktiert, wo man hohe Geldgewinne versprochen bekommt. Oftmals erkennt man den Betrug schon an der schlechten deutschen Übersetzung. Aber hier wird oftmals erst mit Smalltalk gestartet. Die erste Nachricht beinhaltet selten, dass es um Finanzdienstleister oder ähnliches geht. Oftmals kommt man damit erst über die Hintertür dann zu euch, um euch dann doch noch irgendwie auf deren Webseite zu locken und zu einer Einzahlung zu bringen. Aber es gibt auch viele Betrüger auf den Social-Media-Plattformen, die gerade Leute anschreiben, die sehr viel posten. Das heißt, wenn ihr dort Beiträge generiert, also mit schönen Bildern oder irgendwelchen Texten, werdet ihr sehr, sehr oft angeschrieben mit Social Media Marketing. Man möchte euch dann zu mehr Erfolg begleiten und euch mehr Abonnenten bringen. Oftmals ist das kompletter Betrug. Es gibt aber auch die Variante, dass man euch dann tatsächlich mehr Follower gibt. Das Problem an dieser Geschichte ist dann nur, das sind keine echten Follower. Also auch komplette tote Follower, also Abonnenten, die nichts auf eurem Account machen. Die haben einmal nur abonniert, einmal irgendein Video geliked und das war's dann. Und das ist für die Statistiken auch ziemlich beschissen. Denn damit rutscht der Algorithmus bei euch definitiv in den Keller. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen am Ende betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt.
Wenn du magst, klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.